enzymatisch behandelte Fischmehlboilies von Supreme Baits. Die Subzym Plus Fish Range im heutigen Unboxing. Ob das Humbug ist oder berechtigtes Wunder, wir finden es heraus. Es ist Unboxing Time, liebe Freunde. Und damit herzlich willkommen zu einem neuen Video hier bei uns auf dem Capzilla YouTube-Kanal. Und heute geht es mal wieder um Baits. Doch nicht nur um irgendwelche Baits. Vor mir steht ein Karton der Firma Supreme Baits. Die Firma, hinter der Jochen Berger steckt, längst kein Unbekannter in der Szene. Und mit seinen enzymatisch behandelten Boilies hat er in den letzten Wochen und Monaten für echt Aufruhr in der Szene gesorgt. Und diese Baits sind sogar so speziell, dass Jochen darauf sogar einen Gebrauchsmusterschutz hat anlegen lassen. Ich weiß nicht ganz, wie man es richtig betitelt, aber diese Rezeptur, diese Herstellung ist geschützt, weil das eben so speziell und neu ist im Karpfenfuttermarkt. Wir hatten schon vor ein paar Wochen die Subzym Plus Sweet Range im Unboxing. Das hat Marc gemacht und dieses Mal habe ich hier die fischige Variante, den Subzym Plus Fish. Es gibt bei Supreme Baits einen fischigen Boilie in der Range, das ist der Supreme Fish und das ist quasi die enzymatisch behandelte Variante davon. Die ganze Sache mit den Enzymen ist nicht so leicht, es geht da um Proteine, um Aminosäuren, um Wahrnehmbarkeit der Karpfen. Das hat Marc im letzten Unboxing wirklich gut aufgeschlüsselt und deswegen gebe ich euch mal einen kleinen Einblick in das, was er davon sich gegeben hat. Die nicht wasserlöslichen Stoffe im Köder werden zu kleineren, wasserlöslichen und somit vom Karpfen wahrnehmbaren Stoffen umgewandelt. Das heißt, Moleküle werden in noch kleinere Teile zerteilt. Hochinteressant und für mich kaum so gut wiederzugeben. Also Marc, an der Stelle hast du wirklich gut recherchiert und gut auseinandergenommen. Ich würde sagen, wir quatschen erstmal gar nicht lange um den heißen Brei, sondern gucken uns die Boilies an. Und da sehe ich schon durch die Tüte, was ich im letzten Unboxing, das ich dann geschnitten habe, nur sehen konnte. Und das ist diese schmierige Textur der Boilies. Und ohne, dass ich die Tüte aufgemacht habe, ist hier schon ein ganz spezieller Geruch in der Luft. Ich baue das Ganze mal kurz ein bisschen auf. Ja, so sieht das Ganze dann in voller Pracht aus. Wir haben 10 Kilo Boilies, 1 Kilo Teig und Pop-Ups sowie Hookbaits. Doch das interessiert euch natürlich nicht, was hier alles dabei ist, sondern wie die Teile aussehen. Und deswegen gucke ich mir jetzt mal direkt einen an oder ein paar. Und dann bin ich jetzt echt mal gespannt, weil in dem Unboxing von Marc sah das Ganze schon echt ziemlich hot aus. Mal kurz einen Geruchstest. Und es riecht für einen Fischmehlboilie sehr angenehm und weich. Und das ist das, was Marc auch schon bei dem Supreme Plus Sweet gesagt hat. Es ist so gar nicht richtig auszumachen, der Geruch. Und das habe ich hier auch. Wodurch kommt es? Supreme Baits behandelt die Mehle und den Boilie während der Herstellung ständig enzymatisch. Und das sorgt dafür, dass die Proteine, die so eigentlich nicht wirklich von der Chemorezeptorik der Fische wahrnehmbar sind, in Aminosäuren aufgespalten werden und so wirklich wahrgenommen werden können. Und das ist einfach ein ganz anderer Geruch. Ich kann das gar nicht wirklich beschreiben. Man riecht die fischige Note, aber es ist nicht wie so ein klassischer Fischmehlboilie, sondern es hat so einen ganz runden und weichen Geruch. Also wirklich total interessant. Ich hole mir jetzt mal zwei raus. Da merkt man schon in der Tüte, wie es klebrig wird. Denn diese Boilies sind nicht fest und geschlossen wie der typische Boilie, wie man ihn kennt, sondern durch die enzymatische Behandlung und die spezielle Herstellung haben wir hier wie so eine schmierige, klebrige, teils auch pulverige Außenschicht. Das kann man gar nicht so wirklich beschreiben, aber sie sehen sehr vollwertig und karpig aus einfach. Also ich weiß gar nicht, wie ich es anders beschreiben kann. Und boah, der Geruch ist wirklich krass. Jetzt, wenn er aufgebrochen ist, rieche ich auch das Fischmehl ganz deutlich raus. Hier ist auch ein hoher Fischmehlanteil drin. Es ist aber trotzdem echt ein abgefahrener Geruch. Die Konsistenz ist, würde ich sagen, eine 5 von 10. Also er ist nicht super weich, aber man sieht, er zerbröselt halt nicht so richtig wie so ein klassischer Boilie, sondern er zerschmiert halt eher so ein bisschen. Ne? Ich würde sagen, das ist beim Subzym Plus Sweet noch ein bisschen extremer gewesen. Vielleicht lag es auch daran, dass es beim Drehen ein bisschen wärmer war und das dadurch noch ein bisschen schmieriger wurde. Aber es ist hier wie so ein fester Teig. Und ich kann auch, wenn ich den Boilie zerbröselt habe, kann ich das wieder so zusammendrücken und habe dann hier quasi eigentlich wieder wie so ein Mini-Boilie. Ne? Also wirklich sehr interessant und er hält, was er verspricht. Das ist alles andere als normaler Boilie, wie wir ihn kennen. Aber euch interessiert natürlich nicht nur, wie er aussieht und wie weich oder hart er ist, sondern auch, was drin ist. Im Subzym Plus
Fisch findet ihr einen Rohproteinanteil von 42%. Das macht das Ganze natürlich zu einer echten Proteinbombe. In der Zubereitung finden sich Fischmehl, Getreidemehle, Volleipulver, Bierhefe, Blutprodukte vom Schwein, Hühnerleberextrakt, Eckalbumin, Lachsöl und flüssiger Fischextrakt. Darüber hinaus gibt es noch Vitamine in diesem Boili und das ist Betain aus Betainhydrat. Ich bin jetzt wirklich nicht so der Profi, wenn es um Inhaltsstoffe von Boilies geht. Aber ich muss sagen, ich finde diese Boilies absolut genial und ich sehe gerade hier den Slogan der Firma Bates Open-Minded und das trifft wirklich zu. Also ich finde das Produkt wirklich sehr, sehr cool. Darüber hinaus sind die Boilies konserviert. Das heißt, es mag vielleicht den Eindruck machen, durch diese weiche Form, dass sie nicht lange haltbar sind. Aber sie sind konserviert und da bin ich mir sicher, dass Jochen und sein Team da auch eine ganz schonende Weise gefunden haben, diese Bates zu konservieren. Und darum sind sie auch haltbar und ihr habt ein bisschen länger was davon. Ja, ansonsten haben wir hier noch den Teig dabei. Und die Konsistenz ist wirklich super weich. Also, das kenne ich so gar nicht vom Boilie-Teig. Der ist super cremig schon fast, würde ich sagen. Und das ist der Teig aus der normalen Supreme Fish Range. Ja, also das ist der Teig, der hier verarbeitet ist. Aber in der Produktion wird der Teig ja auch immer wieder enzymatisch behandelt. Und ich kann mir vorstellen, dass es da einfach problematisch ist, den einfach abzufüllen. Das sind chemische, biologische Vorgänge, die für mich zu hoch sind. Dennoch, Teig immer eine super Waffe. Und der ist so geil weich, der lässt sich super leicht um Hakenköder kneten oder ums Blei oder einfach schön als Ballform und dazu füttern. Also das ist auch auf jeden Fall eine coole Sache. Ansonsten Pop-Ups in so einem cremigen Weiß, die haben auf jeden Fall eine deftige Fischnote. Die haben auf jeden Fall Dampf, passend zur Range. Supreme Fish sind wahrscheinlich die normalen Supreme Fish Pop-Ups aus der unenzymatisch behandelten Range, sage ich jetzt mal, die ihr dazu kriegt. Und hier haben wir nochmal die Subzym Plus Hookers in der Fischvariante. Diese sind auch enzymatisch behandelt, sind allerdings härter als die Boilies, die hier in den Tüten sind. Da weist Supreme Baits auch ganz deutlich darauf hin, diese Boilies sind weicher. Und wenn ihr mit Krebsen zu tun habt oder sehr warmes Wasser habt, dann solltet ihr jetzt nicht so lange mit diesen Ködern am Haar fischen. Am besten sogar drauf verzichten und hier eben die Hookers wählen. Die sind um einiges härter, haben auch diese klebrige Außenkonsistenz, riechen genauso wie der Boilie und sind aber einfach ein bisschen härter. Den kriege ich hier kaum zerdrückt. Den kriege ich sogar gar nicht zerdrückt. Ja, also das sind richtige Gummimurmeln und die halten mit Sicherheit ziemlich lange dran. Und ich kann mir vorstellen, so ein Schneemann aus diesen beiden auf so einem kleinen Futterplatz mit diesen Baits kann es richtig rocken. Also sehr, sehr coole Sache. Kostenpunkt sind um die 12 Euro pro Kilo. Das ist ein stolzer Preis, aber sind wir mal ehrlich, wir haben hier auch keine 0815 Boilies, sondern wirklich ein Konzept, ein komplettes Bait-Konzept, was so eigentlich weltweit neu ist. Diese weichen Boilies, Supreme Baits, beschreibt es auch als Weltneuheit, enzymatisch behandelt und für den Karpfen also hoch wahrnehmbar und sehr attraktiv. Und da sind 12 Euro pro Kilo eigentlich schon fast Normalpreis, wenn man sich andere hochwertige Baits anguckt, ist das jetzt nicht übertrieben. Ansonsten gibt es die Köder in 14 und 20 mm Durchmesser. Ich habe hier auch die 14er. Wir haben 5 Kilo 14er, 5 Kilo 20er. So, jetzt habt ihr einen Überblick über die Subzym Plus Fish Range. Ein wirklich interessanter Boilie, der durch seine enzymatische Behandlung und seine Konsistenz super interessant sind. Ich kann euch wirklich nur empfehlen, euch das mal anzugucken. Ich finde es wirklich sehr, sehr interessant. Wenn ihr euch eher für Kohlenhydrat-Boilies interessiert, dann checkt mal das Unboxing vom Subzym Plus Suite. Das verlinken wir euch hier oben. Da könnt ihr euch das auch nochmal angucken und euch die gesamte Erklärung von Marc anhören, was es nun mit Protein, Aminosäuren und Co. auf sich hat und was der Gedanke hinter dieser Range ist. Ansonsten bleibt mir nichts anderes mehr übrig, als dieses schöne Bait-Paket aus 10 Kilo Boilies, 1 Kilo Teig und Pop-Ups sowie Hookbaits an einen Teilnehmer zu verlosen. Wie nimmst du teil? Du musst unseren klassischen Viererschritt befolgen. Like dieses Video, abonniere unseren YouTube-Kanal und betätige die Benachrichtigungsglocke, um kein Video mehr zu verpassen. Und der vierte und wichtigste Schritt, schreib mir unten in die Kommentare, was hältst du von den brandneuen, enzymatisch behandelten Boilies von Supreme Baits? Ich bin wirklich gespannt und in der nächsten Woche losen wir einen Teilnehmer aus, der dieses coole Bait-Paket gewinnt. Ich wünsche euch ganz viel Glück, ganz viel Spaß beim Mitmachen und natürlich nachher dicke Fische mit diesen coolen Baits. Bis zum nächsten Mal.